Hallihallo Leute, wir grüßen euch hier zu einer neuen Folge Conan Exiles. Mein Name ist Leon Dagabo, ich bin euer Host und derzeit irgendwo in der Wüste unterwegs meine Freundin Asgard86. Mein Engel, wie geht's dir? Ja, ein bisschen... warte... staubig hier. Bisschen staubig, aber leider bist du ja verstorben und deine Bettrolle hat... Also, wir haben hier einen neuen Unterschlupf gebaut, um eine kleine Zwischenbase zu haben. Und meine Freundin hatte ihre Bettrolle noch nicht richtig hingelegt gehabt und ist leider verstorben. Ja, und wurde nahezu zurück an den Anfang von dem Spiel teleportiert. Ich würde sagen, ich widme mich nach wie vor unserem großen Ziel der Beschaffung von Eisen und warte ansonsten noch hier in der Gegend. Nicht genau hier, aber hier in der Gegend auf meine Freundin. Aber by the way, hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ein dickes Dankeschön für die Bewertung im letzten Video. Mega. Ja, also, Eisen ist ein sehr, sehr, sehr rares Gut in diesem Spiel, wie ich nun erfahren habe. Man bekommt Eisen beim Steine kloppen. Unregelmäßig, sehr wenig, aber für die Anfänge gar nicht mal so wenig. Also, ja, immerhin etwas. Ansonsten sollte man sich Richtung Hochplateau bewegen. Und da soll man eine Eisenader finden. Ich versuche mich jetzt erstmal hier an den Stein. Mein Ziel jetzt erstmal das Eisenbreitschwert. Das kleine habe ich gerade gelernt. Hier unter Talente, Waffen, das eiserne Breitschwert. Und das stellen wir, ja, das stellen wir her, aber erst wenn wir Metall haben, wenn wir Eisen haben. Okay. Und dann wahrscheinlich an der Werkbank oder so, ne? Ja. Schmied! Schmied! Glaube ich, die des Schmiedes ist das. Ach so, dann muss ich das auch noch vorher bauen, ne? Ja, das hatte ich ja schon, versucht, aber... Werkbank eines Rüstungsmachers. Ja, da muss man erstmal Eisen haben. Da muss man erstmal Eisen haben, du sagst es. Möbelmacher ist es nicht. Kesselflicker? Auch nicht. Bau. Der Bau. Nee. Dekoration auch nicht. Überleben? Auch nicht. Oder doch hier Schmied. Schmied! Ein Schmelzofen für Metalle und Stein. Werkbank eines Schmiedes. Eine Werkbank mit Werkzeugen für die Metallbearbeitung. Cool, das muss ich lernen. Habe ich gelernt. Den Schmelzofen haben wir zu Hause in der Anfangsbase. Cool. Aber jetzt haben wir auch einen Schmied hier. Und dann würde ich sagen, dass ich das Ding baue. Wo baue ich das? Einfach so? Einfach so in meiner Tasche. 540 Stein. Okay. Dann hätte ich den Stein gar nicht wegschmeißen brauchen. Macht ja nichts. Ich sag's ja, wir wachsen noch. Wir wachsen noch. Ach, der liegt ja noch hier. Ist ja wunderbar. Ein Traum von einem Spiel. Es wartet viel, viel Arbeit. Ich will euch da nichts vormachen. Aber das gehört dazu. Zu den anfänglichen Stunden von Conan. Gerade wenn man hier ganz, ganz neu ist. Und nach wie vor feiern wir den Release von der Version 1.0, die vorgestern rausgekommen ist. Hey. Theoretisch. Ich weiß ja nicht, wann die Folge hier erscheint, aber theoretisch war es vorgestern. Nee, Quatsch. Um Gottes Willen, nein, nein. Vorgestern, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme. Viel zu kompliziert. Wir freuen uns trotzdem nach wie vor, dass Conan als Vollversion erschienen ist. Ihr Leon Dagabo. So, jetzt ist meine Eisenspitzhacke auch gleich hinüber. Das ist nicht so geil. Die hat irgendwie nichts drauf. Das ist das, was ich meinte. Es geht schon. Aber ich werde sie gleich mal im direkten Vergleich gegen die Steinspitzhacke antreten lassen. Was anderes bleibt mir nämlich nicht übrig. Und die kann ich, so oft ich möchte, wieder reparieren. Jo. Ne? Aber du bist nach wie vor auf dem Weg hierher, oder? Ich bin auf dem Weg zu dir, ja. Okay, dann ist ja in Ordnung. Wenn du den Schmelzofen baust, baust du den in die kleine Lücke bitte rein? Klar, natürlich. Also wenn ich was kann, dann Symmetrie, Leute. Dann wirklich Symmetrie. Da bin ich wie Monk. Zack. Nicht Gronk, da bin ich wie Monk, habe ich gesagt. Juhu. So. Weiter geht's. Okay, das war's. Reparieren kann ich mein Eisenwerkzeug hier leider nicht. Meinen Eisenpickel. Aber ich habe einen Steinpickel. Dann nehmen wir doch einfach mal den hier. Na gut. Ja, der ist auch in Ordnung. Wow, wie viel Shiny ich schon habe. Wie viel brauche ich? 500?
450 oder 540, irgendwo was. Irgendwas mit einer 5 und irgendwas mit einer 4. Du bist überlastet. Ach Mensch, jetzt muss ich eine Kiste bauen, ne? Damn. Ja. Die große kann ich leider noch nicht. Du bist überlastet. Verdammt. Wir teilen das mal kurz auf, dass ich nicht alles wegschmeißen muss. Geht's? Jetzt kann ich wieder rennen. Okay. Für die Kiste brauche ich Holz, ne? Ja. Okay. Ist aber eine schöne Gegend hier. Problem ist nur, die Krokodile spawnen ständig neu. Ja. Das ist nicht so cool. Nein, das ist leider nicht. Die kommen immer wieder. Beiß! Dabei schon! Mein geschuckter Freund! Spüre die Schläge des Doppelhandsteinschwertes. Okay. Ja, aber es geht. So ein Krokodil geht eigentlich. Ist schnell niedergestreckt hier. Schnell niedergestreckt. Was gibt's denn da für Fleisch eigentlich? Krokodilfleisch, Fleischfetzen hier. Reißzähne. Wildfleisch oder so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, wofür wir Reißzähne brauchen. Die ollen Wüstenbären gehen mir auch nur auf den Keks. Weg damit. Später, wenn ich weiß. Ne, Fetzen kriegst du da. Wildfleisch, Tatsache. Schmeiß mal den Ofen wieder an. Geht der automatisch aus, wenn alles abgegrillt ist? Ja. Das ist ja cool. Das ist doch mal cool. Ein Smart-Lagerfeuer. Oh, du hast ja schon Kisten gebaut. Die sind aber schon voll, alle. Weil wir einfach mal alles sammeln. Weil ich Stein und so weiter versucht habe, irgendwie reinzupacken. Okay. Sehr schön. Gut gemacht, Baby. Dankeschön. Das ist es eben. Das ist dein Ding, Housing. Auf jeden Fall. Da legst du gleich immer richtig los. Schade, dass du hier gerade nicht bist, um weiterzubauen. Ich glaube, das juckt dir gerade unter den Fingern, nicht? Bist bald wieder da? Ja, ich sammle schon die Materialien nehmen. Wir vermissen dich, mein Schatz. Ich vermisse dich auch. Knutschi. Ach, wie schön ist dieses Spiel. Es plätschert einfach so vor sich hin. Wir sind jetzt Mittel angekommen. Mittel. Ja. Ah, es dauert immer so ein bisschen, bis man sich heimisch in so einem Survival-Spiel fühlt. Und dann entscheidet sich der Langspielfaktor. Was haben wir denn hier? Gerberei, auch geil. Ich habe so viel Tierhaut. Könnte man Leder mit herstellen, ne? Würdest du so nett sein und mir einen Flaschen herstellen? Einen Flaschen kriegst du sofort. Hier. 5 Tierhaut und 5 Zwirn. Wenn ich wieder losgehe, baue ich dir... Wenn ich wieder losgehe, baue ich dir eine Flasche. Muss ich erst Pflanzenfasern holen. Ich wollte bauen, genau, die Schmiede. Den Ofen, 45 Steine. Vorher brauche ich eine Kiste, damit ich die Steine lagern kann. Was ist denn hier eine Kiste? Da ist sie. 100 Holz und 12 Zwirn. Ich muss so oder so los. Pflanzenfasern holen. Ich hoffe, es gibt später eine Sichel. Damit das ja nicht so eine Arbeit wird. Ja. Damit es hier nicht so eine Plackerei gibt. Ich meine, der Vergleich liegt halt nahe. Das sind so mit die aktuellsten größeren Survival-Spiele hier, Conan und Ark. Und da war auch die Fasernbeschaffung, bis man eine Sichel hatte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was los? Was ist los? Komm schon, ist okay. Ich sammle hier gerade per Hand Fasern. Kann ich gleich noch das Bäumchen hier mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Sehr schön. Haben wir genug Pflanzenfasern? Naja, 26. Vieles nicht. Aber für die Kiste sollte das doch reichen, ne? Ja, für die Kiste reicht's doch, oder? 12 Zwirn. Lalalala.
Oh, jetzt sollte man in die Richtung gehen. Falsche Richtung, Shari! Kann man das eigentlich einstellen, dass ich dich bei mir auf der Karte sehe? Ja, das weiß ich leider nicht. Das habe ich noch nicht so rausgefunden. Das wär noch mal eine gute Frage. Vielleicht kann jemand beantworten, der uns hier gerade zuguckt. Besteht die Möglichkeit, dass man Spieler vom gleichen Tribe, vom gleichen Clan auf der Karte sich hier anzeigen lassen kann? Komisch, du stehst als Offline drin, ne? Ja, das steht irgendwie wegen Steam, ne? Weil wir bei Steam offline sind, ne? Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Holz, wir brauchen viel mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Damn. Das ist die Spinne gewesen. Mhm. Also, wenn ich Glück habe. Ja. Ich bin in der Vorfolgenende bei dir. Ha! So, Zwirn. Wir brauchen Zwirn. Ich sehe dich. Hi. Oder zumindest das Haus. Hi. Vorfolgenende. Wie komme ich hier wieder raus ohne mich? Hä? Mit Escape, okay. Ich versuche mal mit der Inventartaste wieder aus dem Inventar rauszugehen. Das geht ja auch. Aber wenn man eine Produktion gestartet hat, geht das nicht mehr. Dann stoppt man damit nur die Produktion. Ja. Jedenfalls bei mir, weil ich mir Inventar auf Kugel gelegt habe. Hey, da bist du ja, Baby die Bip Bip. Na du, wie geht's dir? Komm, wir tanzen eine Runde. Mhm. Ja, cool, herrlich. Schön, dass du wieder hier bist. Ja. Und dir ein bisschen durch die Gegend glitscht. Wir brauchen noch eine Kiste. Es muss doch irgendwann größere Kisten geben, oder? Ja. Oh, ich glitsch aber gerade wirklich. Ja, heftig. Was ist denn da los? Wir brauchen mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Bin gleich wieder da. Schön viel Holz. Ich nehme einfach alles mit. Wir brauchen noch alles. Wir kommen hier nicht raus, dein Schlafsack. Nein. Ach, Schatz. Es war wirklich der Schlafsack. Aber ich habe noch nicht ein... Ich habe noch nicht ein Stück Metall gefunden. Noch nicht eins? Noch nicht ein einziges. Was soll das? Was soll das Spiel, hm? Warum? Wie bitte? Was ist denn das? Ich komme nicht. Kann ich in das Haus gehen? Nimmst du mal deine Rolle da bitte weg? Mach ich. Aber du solltest auch bald eine Rolle hinlegen. Falls du mal wieder wegsterben solltest. Hab ich. Sehr gut. Ich bin gerade da irgendwie nicht hochgekommen, weil irgendwie, ist da etwas, das sagt nein. Nein. Computer sagt nein. Du kommst hier nicht hoch. Immer schön alles mitnehmen, was wir hier kriegen. Die Respawn-Zeiten von den Ressourcen sind auch relativ gering. Finde ich cool. Gefällt mir. Noch wahrscheinlich, noch. Wobei, das kann man ja einstellen. So, die soll ich weglegen. Aufheben bitte, zerlegen, zurück ins Inventar. Plopp! Ich glitsch hier vorne rum. Was ist denn los, Baby? Was machst du denn da? Ich weiß nicht! So, ich schlafe nicht. Und woher kenne ich das doch schon mal?
Alles von Ark. Alles von Ark. Es geht Ark in die Hose. Den Zwirn habe ich in der Tasche, ne? Ich brauche eine neue Kiste. Eine neue Kiste. Geil. 4. Klick. Wie, ich kann noch eine bauen? Wie, warum das denn jetzt? Braucht man immer 2 Kisten automatisch? Ja, wenn du dabei hast, dann eine 2. Stunde hast schon. Ich komme hier nicht hoch. Was ist denn hier los? I don't know. Wieso kann ich jetzt hier die anderen Kisten nicht hinstellen? Gehe ich halt hier drüben hin. Ah, ich habe keine Kiste mehr, ne? Das ist das Problem, oder? Hallo? Ich glaube, es ist gerade buggy, das Spiel. Kann das sein? Geister? War irgendwas, also ich komme hier nicht hoch. Ich habe jetzt gerade eine Kiste gebaut. Aber diese 3. Ich soll hier immer noch eine bauen. Also ich habe hier immer noch das Auswahlmenü der Kiste. Okay. Und, wow. Und ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht hoch. Und ich kann die Kiste nicht bauen. Ich kann sie auch nicht weglegen. Baumodus verlassen. Right Mouse Click. Habe ich gedrückt. Habe ich gedrückt. Hör auf. Lass mich in Ruhe, Geisterkiste. Das ist ja doof. Das ist voll creepy. Super creepy. Das siehst du nicht, ne? Wie ich hier die ganze Zeit im Baum... Oh, hier ist sogar meine Leiche gewesen noch. Okay. So, geil. Warte mal. Ich kann ja mal was versuchen. Sperren, interagieren. Kann ich die wieder aufnehmen, die Kiste? Interagieren, Holzkiste? Nee, das ist das... Ach Mensch, liebes Spielchen. Hoch, runter. Ich kann sie einfach nicht hinlegen. Ich könnte jetzt auch nicht weiterspielen, das einfach ignorieren. Ich werde mich wahrscheinlich vom Server ausloggen müssen. Und wieder reinspringen müssen. Doofe Geschichte. Versuche ich mal hinzulegen. Ja, ich glaub, nee. Geht nicht, ne? Interagieren Faserbett, geht das? Wie interagiert man denn? Ach so, dann setzt man den Spawnpunkt um. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Leute. Verfrühtes Ende dieser Folge. Wir sind ja noch im Rahmen, ne? Nächstes Mal machen wir dafür wieder ein bisschen länger. Vielleicht wird es auch dem einen oder anderen gefallen, dass wir eine kürzere Folge gemacht haben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertung nicht vergessen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Conan Exiles mit Asgard und Leo. Wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao.